Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Europa Universalis 4 mit den Osmanen. Am Ende der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich gestern eigentlich noch weiter aufnehmen wollte. Wollte ich auch, aber durch einen Hustenanfall ging es meiner Stimme überhaupt nicht mehr gut. Das heißt, dass meine Stimme zwischenzeitlich komplett weg war. Ja, und so muss ich das halt heute am Sonntag, dem 1.12. aufnehmen. Ja, wie ihr vielleicht hört, meiner Stimme geht es noch nicht hundertprozentig wieder gut, aber ich will euch ja auch heute und weiterhin täglich mit Videos versorgen. Ja, und heute habe ich einen Kommentar bekommen von Digidong. Ich muss gerade nochmal nachschauen, sorry. Ja, von Digidong. Ja. Und zwar wegen meinen Armeen. Da habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie ich die umstrukturieren könnte und alles. Und da bin ich auch zu einem Entschluss gekommen. Ich habe ja eine Gefechtsbreite von 34 mittlerweile. Das bedeutet, ich kann in der ersten Reihe 34 Truppen haben. Also 34 Regimenter und in der hinteren Reihe auch nochmal. Und die Pferdchen sind schon seit einer gewissen Zeit relativ nutzlos. Das heißt, ich werde mit beiden, ich werde immer zwei Armeen zusammenlegen und ein bisschen umbauen. Das heißt, auch die, weil ich habe ja überall fast überall so 50 Versorgungslimit. Dann werde ich noch die beiden zusammenlegen. 43, 39, 47, ja, trefft euch mal hier. Und, Entschuldigung, und, die beiden werde ich noch zusammenfassen. Wo habe ich hier alle meine Truppen? Hier unten habe ich noch welche. Gut, die muss ich dann halt zusammenlegen. Und die hier. Ja. Die werden einfach mal nach Kutsch laufen. Ja. Und zwar jetzt. Und die beiden lasse ich einfach. Wo haben wir denn mal eine Ruhe? Nach Gorwar laufen. Ja. Und dann werde ich die ein bisschen umstrukturieren. Zudem werden wir heute noch ein paar Darlehen abbezahlen. Ja. Genau. Und ich denke mal, mehr wird in der heutigen Folge auch nicht passieren. Oder zumindest nicht so viel mehr. Ja. Gut, lass mal die Zeit mal weiterlaufen. okay. Oh, die beiden kann ich schon zusammenfassen, damit ihr seht, was ich meine. Ich hatte eine Gefechtsbreite von 34. Das bedeutet, 34. So, jetzt wären Pferde hinten dran. Oder Kavallerie. Und ja, eigentlich ist Kavallerie jetzt nutzlos, aber ich werde trotzdem für die Flanken jeweils eine drin behalten. So. Und ich würde auch, wenn wir dann nichts mehr bezahlen, also nichts mehr abbezahlen müssen oder schon etwas eher, werde ich dann mal noch ein paar Kanonen bauen. Für hinten. Also für die hintere Reihe. So ist es wahrscheinlich besser gesagt.
Ja, haben wir denn, ja, die haben sie schon gut. Da werden wir noch mal genau dasselbe machen. So, die noch auflösen. Ja, die anderen sind noch nicht zusammengetroffen, oder? Ne, noch nicht ganz. So, die hier sind jetzt aber da. Gut. Dann machen wir das mal so. Ich krieg natürlich keine Männer zurück, keine Rekrutenreserve, weil ich schon am Maximum bin. Aber gut. So, die anderen müssen jetzt erstmal noch zusammenfinden. Ja, und so machen wir auch wieder deutlich mehr Geld im Moment. Ja, die haben sich zusammengefunden. Ach ja, und falls sich jemand fragt, wie ich die Truppen zusammen. Huch, das war verkehrt. Wie ich die Truppen zusammenlege, ohne hier irgendwas zu drücken. Das mache ich einfach mit der Taste G. Wie Gustav. Ja. Genau. So, dann die hier noch zusammenlegen. Wenn die dann mal da sind. Genau. Ja. Die Sechse noch wegnehmen. Und hier haben sie sich auch schon getroffen. Sehr schön. Dann werden wir hier auch mal wieder dasselbe machen. Dann bin ich zwar weniger mobil, also will heißen, ich habe weniger Armeen, aber naja, das passt schon. Hier. Ach so, weil gerade da was hier durchläuft. Ja, gut, ist in Ordnung. Ja. Wie viel kosten mich nochmal die im Aufbau und im Unterhalt? Im Aufbau 27. Moment, ich habe 2, 4, 6 Armeen. Entschuldigung. 6 Armeen. Das wären nochmal 36. Das wären ja mehr als was ich jetzt habe. Gut. Okay. Ja. Aber ich kann ja trotzdem schon mal anfangen mit dem Aufbau von Truppen. Genau. Huch, ich habe hier unten ja noch eine Armee stehen. Sechse. Hier nochmal Sechse. Ja, hat er angenommen. Gut. Hier nochmal. Und hier oben auch nochmal. Das heißt, im Endeffekt werden meine, oder wird der Unterhalt doch deutlich höher. Weil die kosten mich im Unterhalt, sehe ich das direkt hier? Nein. Gut, dann muss ich wohl hier mal hier hinschauen. Die kosten mich, ja, 0,73 Dukaten im Monat. Eine. Und ich brauche hier gerade so viele, dass da, naja, Dinge geschehen werden. Also, dass ich im Endeffekt wieder weniger Plus mache. Jetzt hätte ich fast gesagt, weniger Minus. Aber das ist ja so nicht korrekt. Was ich schon mal noch schauen wollte, Tunesien wird immer noch die Unabhängigkeit garantiert. Was mich interessieren würde, ist, wie viele Truppen hat Portugal gerade hier in Europa? Naja. Ja, gut. Ja, und dann brauche ich auch nicht mehr so viel Generäle. Hat auch wieder was Gutes. Die kriegen hier unten Verschleiß, das ist weniger gut. Haben wir hier irgendwo eine Provinz, wo ich vielleicht 50 unterbringen kann. Huch, das ist Wüste, das wäre nicht so das, was ich wollte. Entschuldigung. Hier unten zum Beispiel. Gut.
Stellen wir die da runter. Passt schon. Hier oben, was habe ich da für ein Versorgungslimit? Das ist gut. Ja. Aber gut, in Kriegen kann ich die ja auch aufteilen. Ja. Genau. Sind alle meine Truppen vollzählig? Ja. Die hier kriegt allerdings Verschleiß. Das ist okay. Das ist die hier. Haben wir irgendwo noch irgendwas mit Mehrversorgungslimit hier unten? Ja. Haben wir. Oh ne, die ist das. Okay, dann muss ich ja wohl eher hier gucken. Oder hier unten? Ja, läuft hier runter. Genau. Ja, Diplomat ist angekommen. Ah, ich wollte gerade fragen, wer kämpft denn hier? Andra. Ach, hier unten war Andra. Das machen wir mal aus. Da schalte ich jetzt nämlich nur die beiden an. Und ich sehe gerade, ich habe ja hier immer noch nicht alle Provinzen zu Handelshäusern hinzugefügt. Also machen wir das auch gleich mal noch. Das ist schon, das ist auch... Das muss ich noch hinzufügen. Ist, das muss ich noch hinzufügen, gut. Umakot habe ich noch nicht geguckt. Barmer. Fügen wir auch noch hinzu. Die sind noch hinduistisch. Kann ich also könnte ich, aber will ich noch nicht hinzufügen. Alles noch hinduistisch hier. Okay, die hier zum Beispiel nicht. Die auch nicht. Die hier ist noch hinduistisch und die ist schon sunnitisch. Gut. Handelshäuser. Ja. Wie weit bin ich da dann mit meiner Mission? Drei unterschiedliche Handelshäuser. Gut, hier oben habe ich halt schon genügend. Hier habe ich nur eine. Westindien. Okay. Also hier habe ich nur eine. In der nordindischen Handelsregion. Okay. Ja, gut. Ja. So. Dann werde ich jetzt erstmal schauen, 150% und damit 15 Jahre bin ich noch im Voraus. Ja, Rebellen, wie viel habe ich da noch? Geht eigentlich. Bin ich da schon? Ja, wieder bei minus 4, das ist gut. Geld mache ich gerade noch genügend. Hier wollte ich hin. Ach nee, wie viel mache ich im Monat? 9, gut. Ja, nee, passt. Ja. Dann werde ich hier mal den Krieg erklären. Hier noch ein paar Provinzen holen. Andra wäre dabei oder ist dabei. Das ist auch in Ordnung. Ja, erklären wir hier mal den Krieg. Dann laufen die... oder anders gesagt, die teile ich jetzt so auf. Der General kann er belagern, nein, aber ist auch relativ. Da kommt jedenfalls er hin. Hier kommt noch einer rein, hier hin und hier hoch. Und haben wir hier noch einen, welcher ist denn das? Das ist mein 451er. Er hier also.
Nee, dann lassen wir das so mit dem General, meine ich. Und die teilen wir auch einfach nur zweimal auf. Einmal dahin und einmal hierhin. So. Ach so, ja, und dann sollte ich mir wohl noch ihn hier wiederholen. Ja. Sonst habe ich da ein bisschen zu viel Überdehnung. Und ja, ich sehe schon, hier oben stehen noch ein paar Leute. Lauft ihr hier hin? Ja. Genau. Sehr schön. Ja. Dann laufen wir mal weiter hier runter und hier runter und mit denen lauf ich hier hin. So. Ja. Wir haben noch... Ah, wir haben das hier belagert. Dürft ihr schon mal weiter hier runter, wenn ihr könnt? Nein, nur mit Schiffen. Gut, dann lasst das. Mein Staatsmann ist gestorben. Den muss ich natürlich ersetzen. Nehmen wir Beziehungen verbessern. Bringt jetzt gerade am meisten von denen, die ich zur Auswahl hatte, meine ich. So, was will ich denn von euch haben? Welche Provinzen? Ich wäre ja ganz stark für die vier. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Mann, ich will die Provinz auswählen. Ja, gut, das passt so. Ja. Und dann noch, naja, vielleicht nicht das Ganze. Vielleicht mal so hier. Ja. Ja gut, 84, 59 ist genügend. Dann bekommt ihr allerdings auch gleich mal noch den hier. Den General. Ah, Mann, blöder Hals. Oh, und ich sehe gerade, ich habe einen Händler. Und da muss ich gerade noch mal kurz was gucken. Und zwar habe ich Dursun Bilinmis. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, jedenfalls habe ich ihm gesagt, dass sobald ich wieder einen Händler frei habe, ich mal Handel abschöpfe im Bosporus. Und ja, das war ein sehr guter Einwand von ihm. Ich habe nämlich ganz einfach immer nur hier vergessen, Handel abzuschöpfen, weil ich die ganze Zeit gepennt habe und nicht drüber nachgedacht habe, dass das ja kein Endhandelshafen ist. Ja. Dann werden wir das wohl mal machen. Habe ich hier unten wohl die meiste Handelsmacht. Ja. 49, fast 50, das ist gut. Mann, geht mir der Hals heute auf den Keks. Belagerung gewonnen. Sehr schön. Werden sie immer noch nicht machen, hat auch so seine Gründe. Komme ich hier jetzt irgendwo? Nein, ich komme nicht durch. Nicht mal durch Delhi. Das heißt, ich werde wohl die 5 Jahre abwarten müssen. Ach nein, das geht ja auch nicht mehr. Stimmt, das hatte ich ja auch einmal gesagt, dass nach 5 Jahren ja, der Kriegsstand auf 100 geht. Das tut er auch, aber nicht mit dem Kriegsgrund Überlegenheit demonstrieren, also Heiliger Krieg. Da geht das nicht.
Und jetzt habe ich hier etwas Neues, und zwar kann folgende Handelspolitiken aktivieren: Religion verbreiten in Gujarat. Und das werde ich auch machen. So muss ich da nämlich weniger reinstecken, ins Konvertieren. Ja, werden wir das wohl mal tun. Ja. Und zudem kann ich noch ein Darlehen abbezahlen. Sehr schön. Ja. Da können wir jetzt gerade nicht so viel machen, weil wir immer noch nirgendwo durchkommen. Hat sich das schon wieder abgestellt oder was ist hier los? Ja, das hat sich schon wieder abgestellt. Ja, klasse. Grundproduktion, aber mehr Unruhe. Ah, nehmen wir den hier. Ich würde so gern nach Andhra. Aber die werden mir auch hier kein Durchmarschrecht gewähren, oder? Okay. Militärzugang erbitten. Und dann werden wir wohl mal mit denen in die Hauptstadt. Okay, wieso komme ich da jetzt nicht hin? Die sind dann nicht mit im Krieg mit mir. Vielleicht durch die Festung nicht. Genau. Gut, dann wird aber er hier in die Festung marschieren. Er läuft einfach hier runter. Und er läuft hier hin. So. So können wir halt jetzt auch einfach Andhra mit rausnehmen. Der hat keinen Anführer, der bekommt jetzt noch ihn hier, weil der oben nicht gebraucht wird. So, und selbst wenn er jetzt stehen bleibt, er bekommt so oder so eins aufs Fressbrett. Gut. Na, obwohl, da laufen die schon hin. Ich warte mal hier. Ich hoffe, dass da was hier jetzt auch dort stehen bleibt. Huch. Ah, Provinz belagert. Sehr schön. Und ich werde mit denen mal hier runterlaufen. Großbritannien. Nein. Ja, ich weiß, ihr wollt raus, aber ihr dürft einfach noch nicht. Ja, hier runter kann ich ja auch noch nicht. Genau. Apropos Großbritannien, wo seid ihr denn schon? Oh, noch nirgendwo. Ihr seid jetzt gerade erst hier gelandet. Okay. Na gut. Arakan, nein, sonst werdet ihr doch noch schneller geschlachtet. Sozusagen. Mann, dieser Hals geht mir heute echt auf den Sack. Ja. Sehr schön. Die Frage ist doch, will Andhra jetzt schon raus für das, was ich denen jetzt gleich anbiete? Ich meine, irgendwie muss ich ja auch meine Darlehen abbezahlen. Kriegsreparationen. Nee, die wollen dafür halt noch nicht. Gut, okay. Dann lauft ihr nach da.
Und ihr lauft einfach mal nach hier und ihr dürft einfach schon wieder nach Hause laufen. Ja. Entschuldigung, da musste ich gerade noch mal heftig husten. Oh. Boah. Ja, dann dürft ihr auch schon zurücklaufen, irgendwo hin halt. Ja, ich muss dann gleich zwischen den Folgen erstmal noch einen Schluck trinken. Sonst geht in meinem Hals gar nichts mehr. Sehr schön belagert. Dann könnt ihr ja auch irgendwo hin. Oh, kann ich sogar noch mehr Geld? Huch, nein. Ich wollte erstmal mit denen Frieden schließen. Dann könnt ihr noch das aufgeben. Ja, gut, das ist mir nicht so wichtig. Aber das Prestige ist mir wichtig. Ja, machen wir so. Sehr gut. Und ja, mit denen laufe ich schon zurück. Gut. Gut, gut, gut. Ja. So, dann machen wir mit denen noch Frieden. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Ja, aber die nächste nehme ich trotz meines Halses gleich noch auf. Bis gleich.